In der neuen germanischen Medizin ist es immer wichtig, wenn man sich mit dem Loslösen von Konfliktschienen beschäftigt, beziehungsweise das Loslösen der Konfliktschienen angeht, dann ist es immens wichtig, darauf zu achten, dass man das in angemessenen Portionen veranlasst und dass man möglichst die Bitte losschickt oder den Befehl ans System losschickt, dass das System in angemessenen Portionen loslässt, zu einer Zeit, wenn es für mich oder für dich gerade passt. Warum erzähle ich das? Ich musste nun am eigenen Leib erfahren, wie dramatisch es sein kann, wenn mit Hilfe meiner Meditation das Konfliktgeschehen losgelassen wird. Da kann zum Beispiel ein Brockenkonflikt losgelassen werden oder ein Angst-im-Nacken-Konflikt oder verschiedene andere Konflikte. Da wäre ja auch noch der Existenzkonflikt. Und so gibt es viele Konfliktschienen, die persönlich angesprochen werden können. Gerade durch diesen Befehl, den ich immer gebe, etwas umfänglich loszulassen und nach kann es sein, und wie gesagt, so ist es mir passiert, dass sich im herkömmlichen Sinne in Anführungsstrichen Krankheiten zeigen, die man ja so gar nicht mehr vermutet hat. Und wenn es dicke kommt, dann kann es sein, dass mehrere Symptome gleichzeitig auftreten und eben einen ganz schönen überlegen lassen, warum man jetzt plötzlich so leiden muss. Ja, und so habe ich in jüngster Zeit zum Beispiel eine Augenentzündung entwickelt. Da musste ich erst mal recherchieren, was sich da überhaupt bei mir jetzt initiiert hatte, damit diese Augenentzündung in einer solchen Massivität auftauchen kann. Und ich habe dann herausbekommen, dass dieser Angst-im-Nacken-Konflikt assoziiert ist mit Bindehautentzündungen. Und dass das also wahrscheinlich bei mir auch die Ursache darstellt, denn den Angst-im-Nacken-Konflikt, den hatte ich über, ich möchte sagen, Jahrzehnte meines Lebens. Und in jüngeren Jahren hatte ich auch öfter mal parallel zu gar nichts. Ich kann gar nicht sagen, dass ich sonst noch erkrankt war. Eine Bindehautentzündung, immer mal wieder. Ja, und das hat sich jetzt quasi in der Rückabwicklung dieses Angst-im-Nacken-Konfliktes die Bindehautentzündung nochmal so massiv gezeigt, dass ich schon echt am Grübeln war, was das denn nun ist. Ja, und meine Art ist es ja dann immer, keinen Mediziner im herkömmlichen Sinne aufzusuchen, sondern mit meinen anderen Methoden zu arbeiten, meinen Seher, der alles weiß, zu fragen, was es da für Hintergründe gibt und was er da zu dem Thema sagen kann. Ja, und mich dann innerlich auch immer zu beruhigen, dass das, was jetzt vermeintlich als Krankheit auftaucht, einfach nur eine Heilungsphase ist. Ja, und mit diesem Beitrag möchte ich dich einfach ermutigen, wenn es mal zwackt und zwickt und du auch das Gefühl hast, du weißt jetzt gar nicht, was dahinter steckt, vielleicht tatsächlich erstmal die Ruhe zu bewahren und das mache ich dann auch immer, wirklich den Gedanken zu führen, es wird schon wieder besser. Mein Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen und insofern wird es einfach
Tag für Tag besser und diese Hoffnung auf jeden Fall zu behalten. So, ich wünsche dir in diesem Sinne alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann darfst du das gerne jetzt tun. Und über einen Like-Daumen freue ich mich natürlich auch, falls dir dieser Beitrag gefallen hat. Ciao, ciao. Setze dich bequem an einen Platz und schließe zunächst einmal deine Augen. Und gehe mit Hilfe dieser Musik in eine komplette Entspannung nach und nach. Lass dir ruhig einen Moment Zeit, fahre dein Tagesbewusstsein runter, lass alle Gedanken los, lass jeden Gedanken Gedanken sein und halte mit der rechten Hand den Daumen der linken Hand umschlungen. Und nun entspannst du immer weiter. Dein System fährt nach und nach weiter runter und du entspannst noch tiefer. Du merkst, wie deine Sorgen dich verlassen, wie du immer weiter wegkommst von deinem Alltagsverstandesdenken. Halte nun mit der linken Hand den Daumen der rechten Hand fest. Und mach dich jetzt bereit für eine kleine Zeitreise. Die Zeitreise soll dich genau bis zu dem Moment führen, kurz bevor dein Problem das erste Mal initiiert wurde. Um das Eintreten des Problems zu verhindern, reise jetzt bitte auf dem Zeitstrahl an den Augenblick, kurz bevor das initiale Ereignis passierte. Und während du nun deine beiden Hände auf deine Herzgegend legst, entscheide du: Ich entscheide mich zu wissen und zu fühlen. Mein Geist ist frei, auf dem Zeitstrahl genau so weit zu reisen, bis zu dem Moment, kurz bevor mein Problem initiiert wurde. Und es kann sein, dass du dich in einer anderen Zeit wiederfindest. Es kann sein, dass du Bilder siehst, dass dir Bilder in den Sinn kommen oder Gedanken, von denen du vielleicht denkst, oh, daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Und für die Lösung meines Problems entscheide ich mich jetzt, mit dem Zeitstrahl zu reisen. Mein Unterbewusstsein und mein höheres Selbst steuern mich. Und ich bin in kompletter Sicherheit. Und ich reise jetzt mit dem Zeitstrahl bis genau zu dem Punkt, kurz bevor mein Problem das erste Mal initiiert wurde. Genau an dieser Stelle ziehe ich eine Stopplinie. Eine rote Ampel hilft mir, an dieser Stopplinie stehen zu bleiben. Und nun bereite ich mich auf das Übertreten dieser Stopplinie vor. Mein Geist kreiert nun einen neuen Ablauf, der mit dem Übertreten der Stopplinie passiert. Lass dir dafür einen Moment Zeit. Fühle dich dabei schon jetzt noch sicherer, noch geborgener und genieße die Liebe und Sicherheit, die an diesem Ort für dich präsent ist. Atme diese Liebe und diese allumfängliche Sicherheit ein und verankere ein tiefes Wohlgefühl in jeder Zelle und jeder Sphäre deines Körpers.
Du fühlst Geborgenheit und tiefe, allumfassende Liebe. Du atmest diese Geborgenheit und diese Liebe förmlich ein. Du gehst jetzt mit deiner Wahrnehmung in das Gefühl, die Situation aus deinem übergeordneten Bewusstsein heraus neu gestalten zu lassen oder selbst kreativ neu zu gestalten. Und ich lade dich ein, zu fühlen und zu sehen und dabei zu spüren, was jetzt an der Haltelinie Fantastisches passiert. In dem magischen Moment, wenn die Ampel auf Go, also auf Grün springt, siehst du eine Realität, die schöner nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke, sobald die Ampel auf Grün gesprungen ist. Jetzt. Jetzt ist Grün. Du siehst eine Realität, die schöner und vollkommener nicht sein kann. Du gehst durch diese Zeitschranke und fühlst und siehst eine wunderbare Wirklichkeit. Du nimmst diese wunderbaren Geschehnisse jetzt mit jeder Zelle deines Körpers wahr. Und deine Hand liegt dabei immer noch auf dem Herzen. Fühle jetzt den folgenden Entscheidungssatz. Ich entscheide mich, in diesem Moment geht es mir super gut. Alles, was an dieser Stelle an Wohlbefinden, Wohlwollen, Wohlfühlen und Gutsein und in Ordnung sein initiiert wird, wird in meinen Zellen verankert. Und zuvor wurden die Speicherplätze gereinigt. Das vorherige Programm wird in genau solchen Portionen losgelassen, wie es für mein gesamtes System gut und aus jeder höheren Sicht angemessen ist. Und es verschwindet genauso angemessen nach und nach das alte Programm im Universum. Und es wird angemessen von jedem Sicherungsplatz, von jedem Ort, von jedem, egal wo es abgespeichert war, in alten, angemessenen Einheiten losgelassen. Die jeweils frei gewordenen Speicher werden jetzt mit dem neuen, fantastischen Wohlgefühl und mit kindlichem Frohsinn und neuen wunderbaren Erlebnissen belegt. Und der Körper wird nur die Chance nutzen, notwendige Enzyme und Hormone und andere Regelmechanismen auf neue Weise mit dem System angemessen zu generieren und zu verwenden. Und du fühlst dich rundum beschützt und heil und vollkommen geliebt, denn du befindest dich nun fortan mitten in der Selbstliebe. Jetzt geht es zurück ins Tagesbewusstsein. Ich werde dafür von 5 bis 1 runterzählen und bei 1 bist du dann wieder im kompletten Wachbewusstsein angekommen. Du wirst fit und energievoll sein und dich deinem Leben wieder offen zuwenden. 5, 4, 3, 2, 1. Öffne nun deine Augen und genieße im weiteren Verlauf eine schöne Zeit.